Ich möchte nun zu dem Applet geometrischer Algebra Probleme Nummer 1, die Aufgabe 7, vorstellen, da die ein bisschen anders ist als die anderen Aufgaben. Hier heißt es ja, schreibe den Term ohne Klammern und so einfach wie möglich, das ist also wie üblich. Und man könnte jetzt versucht sein zu sagen, ich setze die einfach zusammen, aber ich habe dann eigentlich noch mehr Klammern als vorher. Auch wenn ich das Ganze verbinde, habe ich immer noch zwei Klammern da. Was man nur machen kann, ist, dass man das Ganze aufteilt. Und jetzt das Ganze vollständig trennt. Und dann hat man einen Ausdruck ohne Klammern. Allerdings ist das Applet noch nicht damit zufrieden. Warum? Weil hier sind nämlich zwei Flächen, die ich noch zusammenfassen kann. Hier steht 2x und 2x. Das kann ich auch zeichnerisch zusammenfassen, indem ich zunächst mal das vollständig hier aufteile, auch das vollständig aufteile und vollständig trenne. So, und dann kann ich das jeweils drehen und wieder aneinander setzen. Und jetzt kann ich das Ganze verbinden. Und nun habe ich einen Term, bei dem nichts weiter zusammengefasst werden kann und aber auch keine Klammern mehr da sind.